Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den KFC Uerdingen. Wir haben 6.587 Zuschauer gehabt und die haben ein 2:2 gesehen. Die Tore erzielten für RWE Bayer und Grund, für den Gast Beister und Dörfler. Ein Ergebnis haben wir noch aus der Regionalliga, ein Nachholspiel BVB gegen den 1. FC Köln, Endergebnis 1:3. Nun begrüße ich herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, unseren Gast Michael Wiesinger und Aki Dialikis. Unser Gast ist Herr Wiesinger, deswegen hat er auch das erste Wort zu sprechen. Bitte schön, Herr Wiesinger. Ja, erstmal einen schönen guten Abend an alle. Ja, sehr intensives Spiel von beiden Seiten. War irgendwie auch zu erwarten. Ja, gleiche Systeme, gleiche Ausrichtung. War von uns heute auch bewusst so gewählt, weil ich das auch heute haben wollte. Ja, dass wir eine klare Anordnung haben, wie wir da anlaufen. Ja, dass jeder klar seinen Auftrag hat. Also schon mit dem Wissen, dass RWE für mich gerade offensiv mit das Beste in der Liga hat. Ja, da sind wir natürlich schon ein bisschen Risiko gegangen, weil wir oft natürlich auch 1 gegen 1 Situationen hatten. Ja, ich fand, wir waren gut im Spiel am Anfang, ja, wir waren aggressiv, waren präsent, da ist nicht viel passiert, kassieren dann durch eine schlechte Abwehr ins Zentrum, einen Sonntagsschuss, das 0:1, mussten uns da erstmal abschütteln, das hat man auch gemerkt, das hat die Mannschaft schon in dem Moment auch getroffen, haben wir ein bisschen unsere Klarheit verloren, aber trotzdem fand ich auch nie dann irgendwo aufgesteckt, ja, jeder ist halt marschiert, fand ich, das war auch halt die absolute Prämisse, hier einen Fight anzunehmen, ja, zu malochen, Gas zu geben. Und dagegen zu halten, das ist dann ein bisschen wieder auf die Seite von RWE gekippt, fand ich. Ja, sie waren dann schon, haben die Zweikämpfe auch noch giftiger wie wir, haben viele Freistöße gezogen, teilweise auch berechtigt, teilweise war ich nicht immer einverstanden. Schee hat halt keinen leichten Job gehabt, muss ich sagen. Ich fand, die erste gelbe Karte hat ein bisschen Bedulle gebracht, aber wie es dann zwei Tage darüber gekriegt hat, da muss ich mal ein Kompliment sagen, das war uns hier nicht einfach. Ja, nach dem 2:0 wieder aus dem Freistoß, gefühltermaßen ja, bist du dann weg. Aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass meine Mannschaft heute nicht aufsteckt, ja, dass sie weiter an sich glaubt. Ja, wir hatten eine gute Körpersprache auch auf dem Platz, fand ich. Ja, keiner hat sich da runterziehen lassen. Und haben uns dann nochmal mit dem Anschlusstreffer belohnt. Ja, ein guter Ball, Schnittstelle. Maxi Beister gut eingelaufen, ja, hat er gut gemacht. Wenn man dann natürlich in der letzten Minute, also die Runde sozusagen, noch den Ausgleich macht, ja, dann auch noch einen schönen Angriff, dann ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen glücklich. Ja. Aber ich finde, das Glück haben wir uns halt über 90 Minuten auch erarbeitet. Also irgendwo, für mich war ein verdienter Punkt, ja, unterschreibe ich so, weil wir halt einfach alles rausgekommen haben. Hier ist es nicht leicht, ja, auch vom Freitagsspiel gesehen, es darf nie mehr nur 2:3 ausgehen. Es war klar, RWE war für mich klar die bessere Mannschaft. Ist eine gute Mannschaft, aber das habe ich nicht zu begründen, warum es momentan alles so ist. Für mich eine gute Mannschaft, deswegen auch schwer zu besiegen. Und heute dann froh mit dem Punkt, dass wir den mitgenommen haben. Punkt für die Moral. Darauf lässt sich aufbauen. Danke. Danke, Herr Wiesinger. Und ich leite gleich weiter an Herrn Kissen. Ja, guten Abend. Ich fand auch, dass die erste Halbzeit sehr intensiv war, aber das ganze Spiel sehr intensiv war. Taktisch haben die beiden Mannschaften hier und da neutralisiert. Dennoch gehen wir eine sehr gute Führung im Schönbau gegen Bayern 1:0 und haben danach, denke ich, das Spiel bis zur Dörfler-Chance eigentlich schon körperlich auch und fußballerisch gut gestaltet. Können ja, immer sauberer ausspielen, vielleicht erst 2:0 machen. Waren es nicht, haben bei der Dörfler-Chance Glück, dass wir dann ausländisch kriegen. Dennoch gehen wir 1:0 in die Halbzeitpause, die zweite Halbzeit. Fand ich, dass wir zu oft nach hinten gespielt haben, nicht mehr so oft nach vorne gespielt haben, nicht mehr so bewegt haben wie in der ersten Halbzeit. Kevin macht ein schönes Beispiel noch zum 2:0. Wenn wir die Spiele davor gesagt haben, dass wir den Sack nicht zugemacht haben, so haben wir, denke ich, eigentlich meinte man, heute hinbekommen mit dem 2:0, aber das Spiel geht dann so lang, bis der Schiede abfällt, dass es weiter intensiv bleiben würde, bis zum 2:0 war klar. Warum dann, ich kann die Gegend vom Sport nicht analysieren, Ballverlustzentrum, Schnittstellen angelaufen, keine Kommunikation, nicht gegangen, nicht abgesetzt, überraschend aus dem Laufweg, ja, kriegen es 2:1, 2:2, 3:1 am Flügel, schlecht verteidigt, spielen und gehen vom Gegner, gehe nicht mit, ja, eine Schneide vom Innenverteidiger macht das Tor, die Sachen haben wir vorher gut gelöst gehabt und plötzlich da nicht mehr, und diese Sachen, ja, die habe ich jetzt unmittelbar Spielschluss mit
keine Erklärung für, warum wir drei Minuten da ja, die Sachen, die wir vorher gemacht haben, nicht gemacht haben. Wenn ich nicht konsequent so gemacht habe, dann ja, ist natürlich wieder bitter und ärgerlich, wenn du ja, dabei warst, die Beine und nichts da. Danke, Aki. Und nun haben Sie Gelegenheit, Fragen an die Trainer zu stellen. Herr Henriques, was ging Ihnen vor zwischen dem 1:2 und dem 2:2 in dieser Phase? Bei mir, dass wir noch zwei Minuten spielen müssen, dass wir ja, diese zwei Minuten besser aufspielen. Ja, wir haben Freistoß, glaube ich, in der einen Hälfte. Wenn wir das Ganze cleverer machen, zwei Punkte spielen, ja, das ging mir vor, dass noch zwei Minuten zu gehen sind und dass wir drei Punkte einfahren. Aber gibt es nicht so manchmal so ein Gefühl, dass man denkt, oh, jetzt könnte noch irgendwie was passieren in die Richtung? Man hofft natürlich nicht, aber man ist da fokussiert, dass man die zwei Minuten gut kriegt, dass man manchmal ein bisschen Hilfe gibt, ein, zwei versuchen zu pushen von der Außenlinie. Ja. Sie haben jetzt gerade mit der Mannschaft von meiner Kabine gesprochen. Was sagt man nach so einem Ende eines Spiels? Ich habe zur Mannschaft gerade nicht gesprochen, ich habe sie mal in den Boden gelassen, weil die Enttäuschung ist bei allen groß und jedes Wort jetzt, ich meine, Spieler machen ja sowas, denen tut es ja auch meistens weh, die Arbeit auf dem Platz, waren gegen sehr, sehr guten Gegner, ein sehr, sehr intensives Spiel, machen sehr, sehr viel richtig, investieren viel, ja, und plötzlich ja, stehst du einen Punkt da. Was bist du 91-2 geführt? Natürlich, der Ärger ist ja bitter und im Moment halt erstmal ein bisschen Ruhe für den Kopf. Aber alles wäre jetzt, wie es wollte, jetzt einzuüben. Keine Frage mehr Ihrerseits. Doch, das ist wie sind die Umstellung heute in der Startelf? War das eine gute Rotation jetzt in der Woche, jetzt in der Woche? Oder das? Ja, also wir sind jetzt bei Bayern München. Also ich denke, ich war jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich wollte eigentlich heute Fische auf dem Platz haben, das ist richtig. Ich war ansonsten mit der ersten Halbzeit damit einverstanden, ob das Thema gewechselt wollte oder was wir in der ersten Halbzeit mit den Fälschern korrigiert haben. Ich habe einen Ball von Kader, ja, kann ja nicht hier immer sagen, was wir da für Möglichkeiten haben. Und dann nutze ich sie nicht. Und von daher, wir haben jetzt schwierige Wochen, Samstag gehen wir in Hausen, Mittwoch zu Hause wieder reinspielen, dann Viktoria Köln. Also ich möchte gerne nicht nur klar, dass heute die Grafen brauchen werden. Also dann in zwei Minuten herkommen, okay, das war natürlich so angucken, aber der Punkt ist ja da. Ja, es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Ich denke, es ist eine gute Einfahrt. Ihnen allen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.